Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir haben Nacht heißt Bauphase. Hallöchen. Jasmin ist auch dabei. Ja, ich habe gerade getrunken, es tut mir leid. Jasmin. Ja, die ist auch dabei. Nein, Jasmin ist natürlich auch wieder mit dabei. Wir haben leider. Nachtphase ist Bauphase. So, das heißt... Achso, es ist dunkel. Oh. Ja, genau. Der Mond scheint und die Sterne. Meinst du, hier gibt es Sternschnuppen? Keine Ahnung, kannst dich ja mal ein paar Minuten hinlegen und gucken. Wollte ich noch das hier? So. Also, ach, immer dieses Trinken hier. Der kann da auch nichts mehr. So, das dürfte passen, hoffe ich. So, jetzt habe ich noch was Geiles. Oh, Jasmin, du wirst auch machen. Achso, ich sollte eine Werkbank bauen, ne? Hast du gesagt? Du hättest gerne noch eine? Mhm. Eine WWE-Werkbank. Daneben, ne? Neben der anderen Werkbank dann. Kannst du die hinbauen? Wenn es passt, gerne. Ja, passt das. 25 geschmiedetes Eisen. Boah, das ist so alles so teuer, Jasmin. Ja, aber so kommen wir voran. Nee, das hält uns auf. Jetzt muss ich noch Nägel herstellen. Oh. Ey, wir haben doch Nägel. Nicht genug. Warte, wir haben doch voll viele in der ersten Kiste. Nicht genug. Ja, wie viel brauchst du denn? 100 Stück. Oh, okay. Hast du dir unten Bruchsand rausgenommen? Ja. Warum hast du den Stack nicht mehr gefüllt? Welchen was habe ich gefüllt? Ich möchte ja nicht penibel sein, aber nee. Bin also wirklich. Ach, naja. Was willst du tun, Büsch? Was brauchen wir noch? Wir brauchen Holz. Oh, das habe ich aber. 100 Nägel, 20... das könnte jetzt ein Problem. Oh, gerade so. Gerade so. So. Und. Okay, das dauert ein bisschen, bis sie fertig ist. So. Deswegen bin ich eigentlich runtergekommen. So. Ja, unten in der Werkbank mache ich das Schießpulver, ne? In der einen. Das. Schisspulver. Hm. Muss hier mal ein bisschen. Ich mache ja auch Schießpulver. Du machst auch Schießpulver? Habe ich mit reingepackt einfach. Das ist sehr gut. Das klang sarkastisch, war aber nicht so gemeint. Mhm. Ich hoffe, mein ganzes Holz geht jetzt hier nicht bei dir an der Treppe drauf. Wieso bei mir? Ach so, das. Ja, hier wegen dem Podest. Weil das Aufwerten ist schon relativ teuer, ne? Mhm. Ey, mit der Nagelschusspistole kommst du einfach so unfassbar weit. Ja. Ist das so? Das ist so geil. Wirklich? Ja. Erzählst du keinen Scheiß? Nee, Real Talk, Jasmin, Real Talk. Ich swear, oh, ich komm... Hör bloß auf, ey, Real Talk, wie die immer alle
Diese ganze Influencer. Real Talk jetzt mal. Real Talk. Nee, Jasmin, ich swear, oh, ne? Ich komme so unfassbar weit. Real Talk, Alter. Ich hasse diesen Spruch. Ja, aber for real, ne? Ist halt wirklich so. Naja, die können mir erzählen, was sie wollen. Die labern meistens auch nur ein bisschen Blödsinn. Findest du? Real Talk jetzt hier. Real Talk? Real Talk. Boah, Real Talk. Bullshit, ey. So. Ja, du darfst da nicht so viel Drama reinstecken, Jasmin. Ich mach da gar kein Drama, das machen die. Real Talk. Real Talk? For real? Real Talk jetzt mal hier. Gut, 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 gut. Das ist aber viel Holz hier zum Aufwerten. Ich brenne meine Lippen, meinst du? Oh, J, oh, J. Also viel Holz bleibt bei mir nicht über, du. Da habe ich aber nicht mehr ordentlich Holz vor der Hütte. Ist eigentlich nicht gleich, du. Da habe ich aber nicht mehr ordentlich Holz vor der Hütte hier, du. Hast du das hier kaputt gemacht? Ja, sonst erkennen die das als Weg nicht. Ich hoffe, das reicht an Damage. Ja, die sind da ganz eigen, ne? Wenn sie einen Weg haben wollen. Real Talk jetzt mal, ne? Ach, halt die Fresse. Bitte, Jasmin. Oh, ey, Entschuldigung, aber halten Sie bitte Ihren Mund. Ja, könntest glaubt mir auch bitte, keiner, wenn ich sage, halten Sie bitte den Mund. Könntest du bitte deine Akustikluke schließen? Akustik was? Akustikluke. Akustikluke? Ja. Was soll denn das sein? Dein Mund. Akustikluke. Ja. Real Talk. Ja, so Real Talk. Das habe ich noch nie gehört. Was macht denn eigentlich mein Beton? Kann ich da schon Zement wieder reinschmeißen? Das heißt, ich brauche. Was haben wir schon an Zement? Ich nehme mal hier so ein Taui mit, ne? 1K. Dann brauche ich nochmal 1K Lehm oder Stein? Stein auf jeden Fall. So. Wenn ich machen möchte, Betonmischung. Aber kann man hier nicht später so einen Weg rüber machen zu dem anderen Haus? Das wäre voll geil, ey. Upsala, ein zu viel. Ich glaube so. Mit 300 Bruchsand bin ich gut bedient, wenn ich 1000 Zement mitnehme. So, dann nehmen wir den einmal raus und machen uns mal eine Betonmischung. Beton. Jetzt bin ich in der Lage, 1000 Beton herzustellen. Hä, aber warum kann ich nur so wenig herstellen? Also ich brauche ein Bruchsand, ein Stein und ein Zement für ein Beton. Ein Zement herstellen, meine ich. Wenn ich Zement herstelle, dann habe ich... Wieso hüpfen wir jetzt hier nicht? Warum bist du jetzt in meiner Schmiede? Ich habe dir Holz nachgelegt und Zement nochmal angekurbelt. Wie angekurbelt? Na, ich habe nochmal Zement gemacht. Hast du und wo unten? Ist das, was da drinne war? Ich habe nichts rausgenommen bei dir. Hä,
Was hast du? Du hast auch kein Zement reingepackt dann. Nein, ich habe Zement nochmal herstellen, bin ich drauf gegangen. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ist okay. Ich habe dir geholfen. Aber du stellst doch hier nichts her. In deiner Schmiede wird gerade Zement produziert. Ja, das ist das, was ich vorhin schon angemacht habe. Nee, deins war schon fertig. Ich habe jetzt nochmal neu gemacht. Hä? Das geht aber nicht, weil ich habe nicht alles mit rausgenommen vorhin. Ich habe gar nichts rausgenommen. Ja, ich auch nicht. Deswegen ist das das von vorhin wahrscheinlich. Deinen habe ich drin gelassen, aber guck mal unten links. Der stellt neuen Zement her. Ja, ich habe aber noch nicht fertig gehabt vorhin und der hat der noch hergestellt. Nee, aber jetzt war der fertig. Und dann habe ich neuen aufgesetzt. Und wo ist der fertige? Keine Ahnung, habe ich nicht. Du machst doch auch schon Beton. Ja, aber der Zement war noch nicht fertig. Alles. Da ist nichts mehr gewesen. Hey, unten rechts ist doch Zement drin gewesen. Nein, bei mir war im... Lass einfach bitte die Finger nächstes Mal davon, danke. Gut. Dann lasse ich das. Danke. Mhm. Wollte ja nur nett sein. Mhm. Weil mein Zement war nicht ganz fertig, deswegen weiß ich jetzt nicht, wo das andere hin ist. Gib's auf. Gib's einfach auf. Da war nichts, hier war doch nichts fertig zu. Du kannst es in der Aufnahme sehen. Ich bin so lieb, dass du die. Weißt du, ich werde die öffentlich zugänglich machen. Nur damit du es siehst. So. Wenn wir nur ja mal den Boden aufwerten, wa? Muss ja irgendwo anfangen. Immer 10. Das ist so teuer. Ich bin mit der Nagelpistole zwar schneller, aber nicht günstiger. Gesundheit. Ich hab gehustet. Ich weiß. So, aber ich kann ja hier schon mal den Boden auslegen und aufwerten auf. Hast du jetzt eigentlich eine Schmiede fertig? Werkbank? Na ja. Ist unten. Ja, also? Ja. Nee. Jetzt habe ich sie fertig. So. Da gehen aber ein paar Formen wieder drauf. Patrick stinkt nach Kacke. So. Patrick stinkt nach Kacke. Patrick ist ein Idiot. Ja. Ich stimme dir aber nur zu, weil ich dumm bin. Warum habe ich meinen Schmelzofen nicht mit nach unten genommen? Aber so steht denn der ein oder andere denn auch immer, weißt du, so. Ja, Patrick, du Vollidiot. Hast nicht gesehen? Ich zünd deinen Hund an. Ungefähr so. Ich weiß zwar gerade überhaupt nicht, was du willst von mir, aber okay. Kommt die große Enttäuschung, ich habe gar keinen Hund. Oh mein Gott. Sind das viele Rahmen vor mir? Spür. Das sieht aus wie so ein riesiger Saal. Hier könnten wir gute Partys veranstalten. So, mal gucken, wie viele Holz hat denn deine Treppe mir übergelassen? Ich die Fläche überhaupt? Warum meine? Unsere? Ja, ey, natürlich unsere.
Jetzt weiß ich nicht, was ich machen wollte. Du wolltest an die Werkbank und Munition Nein, herstellen. Ja, oh nein. Nee. Das passt jetzt gar nicht. Shit, wo ist sie denn? Bei mir, die macht bei mir Stress. Und wo bist du? Bei mir. Bei dir drüben? Ja. Achso, ich dachte, verarsch mich jetzt. Wo ist sie denn? Tot. Verreist. Sagen wir verreist. Wenn die Polizei fragt, ich war den ganzen Abend bei dir und wir haben Netflix geguckt. Nee. Oh, Kacke, sie hat noch geschrien. Ich war mir sicher, dass sie nicht geschrien hat. Sag einfach, ich kenne den Typen nicht. Ich weiß nicht, warum der mich hier voll labert. Wo ist er denn hier? Wo denn? Da. Unter den Spikes. Oh, lass sie doch heile, Mann. Jetzt ist er tot. Abraka, verschwindibus. So. Mann. Wollt ihr mich verkaufen? Wieso? Bist du dumm oder so? Das kostet Geld. Jetzt machen die hier meine Basis kaputt. Ich habe doch diesen Zaun gemacht, damit die hier nicht reinfallen und nichts kaputt machen. Jetzt denken die, ich bin da unten drinne. Oh, hast du Schwierigkeiten? Natürlich nicht. Ja, klar, schießt er wieder. Aber ich habe keine Schwierigkeiten. Da ist noch ein Lootback oben drauf, ne? Ja, bin ich schon drin. 16762er, 214 Messing, Dose Erbsen, 2 geschmiedete Eisen und 403 Jetons. Ich will nicht, dass die reinfallen und alles kaputt machen. Oh. Warte mal, wer schon wieder ein Level aufgestiegen ist. Ich. Bist du? Vorhin, ja. Nein, ich meine jetzt eben gerade. Justin Level denn? Just in diesem Moment bin ich Level 61 geworden. Du bist schon Level 61? 61? Ja. Welche Sheets hast du eingegeben, dass du 75 bist? Ich bin nicht 75. Und du bist auch nicht 65. Ich hab beim Spielstadium geguckt. Nee, ich bin Level 48. Ja, ich bin 45. Ja. Verbuchen wir das einfach unter der Rubrik Dämlichkeit. Ja. Ist mir halt passiert. Da habe ich mich wohl geguckt, ne? Fertig bist du. Einfach nur fertig, Junge. Nee, noch lange nicht. Ach Gott, ich muss hier alles aufwerten. Dann muss ich jetzt noch einen Pflasterstein machen im Beton. Ich brauche hier noch Treppen, Podeste, Wände. Dein Brain ist fertig, Junge. Lass mein Gehirn da raus. Hast ja nicht mal eins. Mein Gehirn. Gehirn. Das kann ja nichts für. Es ist zwar nicht besonders groß, aber dafür ist es sehr dünn. Nicht mal das. Ah, cool. Hat echt mein Holz gereicht. Aber viel ist nicht mehr über. Ups, da ein Loch. Ja, jetzt die Frage, ne? Den Boden haben wir... Wir haben aber keine Pflastersteine jetzt mehr, ne? In Masse sowieso nicht. Denke ich mal. Dass man da noch hätte beigehen können? Sonst muss ich eine kleine Loot-Tour machen und Steine besorgen. Was ist denn das jetzt für ein Bullshit schon wieder?
Seven Days to Die, aber das spielen wir eigentlich schon länger. Das solltest du kennen. Also ich weiß jetzt, warum das nicht geht. Wenn ich das erstmal heile machen muss. War da was kaputt? Anscheinend. Und dann wertet der das nicht auf. Nee, das kannst du nicht aufwerten. Okay, das ist sicher nicht. Ich habe jetzt keinen Pflasterstein, weil ich gerade kein Lehm habe, Mann. Der Keller ist voll damit. Ja, ich will jetzt nicht reinlaufen. Du bist das. Brauchst du das Beet ab? Nein. Ich dachte. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist eine Schlange. Das ist das Gleiche. Das wird mal wunderschön, wenn es fertig ist. Ey. Ja. Man kann ja die Fallen Heile machen. Meinst du die Stachelfallen? Stachelfallen. Ja. Ja, das wusste ich gar nicht. Die kannst du auch in Eisen aufwerten. Ja, das weiß ich auch, aber. Wusste ich gar nicht. Ich hab immer kaputt gemacht und neue gemacht. Cool, ja. Insgesamt knapp 200 Folgen später mit der ersten Runde. Das hat mir keiner gesagt. Ich dachte, du wusstest das. Wieder kein Zement, Alter? Nee. Sonst quatschst du mich auch mit jeder Kacke voll, ne? Was? Wusstest du? Ja, weiß ich. Wusstest du, dass ich keine Pflastersteine mehr habe? Ach. Das würde bedeuten, wir brauchen mehr Pflastersteine. Also ist die Baustelle erstmal Stillstand. Außer. Wir machen der Betonmischer hier. Oh, ein bisschen was hat er ja gemacht, ey. Das hält halt nicht lange. 300. Oh! War ich wohl ein bisschen zu dicht? Also, du warst das Geräusch eben, ja? Ja, ich bin gegen meine eigene Stachelfalle gelaufen. Ah, okay, ein Glück. Also. Ich dachte gerade, hier wird wieder was kaputt gemacht. So. Diesmal mache ich es gleich vernünftig. Mann, wie dicht noch? Hallo. So, dann sind wir jetzt wirklich leer. Leer an Mats. Jetzt brauchen wir Loot. Packen wir erstmal alles weg, was wir nicht brauchen. Und zwar. Oh, wo packe ich denn das erstmal rein? Das nehmen wir wieder mit. Den packen wir auch mal da rein. Munition da oben, das müssen wir noch wegsortieren. Beton. Oh, das habe ich ja gar nicht gewusst. Weißt du was? Aber dann bräuchten wir Bruchsand wieder. So, die Pflastersteine. Pflastersteine. Was haben wir noch? Was muss noch weg? Eisen können wir rauspacken.
Das kann raus. So, der Rest eher weniger. Salz und weniger. Ach ja, ich brauche eine Weile. Nehmen wir das mit. Achso, hier, Jasmin. Hinter dir. Danke. Bevor ich das die ganze Zeit rumschleppe. Ja, es tut mir leid. Mir nicht. Wir brauchen eine beschreibbare Aufbewahrungskiste, für die ich 10 Nägel benötige, die natürlich wieder unten im Keller sind. Und oh, wird schon wieder hell? 4 Uhr morgens, ja. Das heißt, es geht demnächst wieder looten. Was wollte ich denn jetzt hier? Den Mais. Das brauche ich noch. Achso, hier, ich habe ja noch meine... Ja, das nehmen wir auch noch mit. Und was war das? Achso. Ach, Mensch, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe noch Doping-Schokolade. Was? Doping-Schokolade. Wenn ich Stein abbauen will und ich verzehre diese Schokolade, kriege ich 20% mehr aus den Ressourcen. Eine Schokolade. Die heißt Felszertrümmerer. Habe ich beim Händler gekauft. Also Rockbusters. Hält 6 Minuten und gibt mir 5 Nahrung. Mhm. Aha, Patrick. Ja. Ja. Ist so komisch. Ja. Ja, warum? Mein Name ist Jeff. Ich bin gerade hochkonzentriert, weil ich die ganze Zeit verraffe, was ich gerade machen wollte. So wie immer, also. Ja, also keine großen Unterschiede. Na denn. Ist das dir recht, wenn ich über meinen Betonmischer auf diesen Holzklotz eine Kiste setze? Was? Wenn ich hier drauf, wo ich jetzt hier rumhüpfe, wenn ich hier eine Kiste hinmache, ist dir das recht? Hm, mach doch. Okay. Kann sie ja wegschlagen, wenn sie mir nicht nervt. Ey, lass mal eine Kiste eine. Da sind wertvolle Ressourcen drin. Nein, schieß nicht auf mich. Hilfe! So, Hilfe, Polizei! Ah! Hi. Kuckuck. Hallo. Das war daneben. Du machst hier alles kaputt. Das war getroffen. Nein. Eben habe ich dich getroffen. Wieso hattet ihr noch mal keine Munition für den Blutmond? Jasmin, ich unterstütze dich doch immer mit meinen Ressourcen. Das ist nur meine Zementkiste. Oh. So, dauert das so lange hier, ey. Darf ich wieder hochkommen? Aua! Ich hab meinen Pfeil wieder. Nö, das ist jetzt meiner. Das hast du jetzt davon. Kann ich mir auch gar nicht bei dir wieder nehmen? Nee. Warum das denn nicht? Weiß nicht. Doch, hab ich. Nein, klar, du. Nein, das geht nicht. Hä, ich hab mir den gerade wieder genommen, du. Aber nicht wieder aufschießen. Und ich was?
Du Nixbisser. Nixbisser. Ich habe Drecks. Wollen wir gleich einmal. Ja, ja, das passt auch. Wollen wir gleich einmal zu diesem Haus gehen, da was ich meinte? Ja, können wir. Wir haben ja jetzt beide ein Bike. Ist auch, sagt sie. Muss ich nur meine Sachen einmal kurz wegpacken. Eigentlich wollte ich looten gehen wegen Blutmond und so und Mission machen heute. Am Tage. Aber, ja, ist doch Tag. Aber wir können ja da trotzdem hingucken. Ja, ist looten, da ist... Ja, ja, nee. Nein, ich meine anders. Ich meine hier die City durchforsten. Ja, ja, anders, Thomas. Dem Händler abarbeiten und ganz viel Munition und... Mach doch. Nee, ich komme mit. Alles cool. Warte, dann packe ich aber meine Schokolade. Obwohl, vielleicht könnte man den nochmal abbauen gehen. Stein. Du musst mal wieder kochen. Mach doch selber. Kann ich nicht. Ja, trinken haben wir jetzt nicht viel. Ich süppel mich mal draußen voll. So. Aber ich muss immer das Wasser schlagen. Das regt mich einfach auf, diese Drecksplörre. So, einen ordentlichen Hieb rein da. Da geht noch was. Auf 200 pumpe ich die Plörre. So. Gut, also machen wir in der nächsten Folge eine Tour, sagst du, ja? Ja, 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 ja. Weil ja diese Folge richtig was gerissen war. Wir haben hier... Findest du, ich habe mit der Dimension meines Bunkers da drüben ein bisschen übertrieben. Was wird denn das? Was Nein, bist? Ich habe die jetzt nur gemacht, damit ich die Sachen, die ich jetzt alle hier schon wieder schreie, drinne habe, da reinmachen kann, damit ich die nachher wieder rausnehmen kann, einfach für die Munition herstellen und so. Achso. Dass ich das jetzt nicht, scheiße, sie hat geschrien. Ja, ja. Dass ich jetzt nicht alles wegsortieren muss. Darum geht's mir gerade eigentlich. Oh, ich habe gar keine Pfeile. Kannst du mal mit auf den Balkon kommen? Ich will mal gucken, ob das jetzt hinhaut. Ja, geh doch. Ja, ich musste kurz was rausnehmen. Wo ist sie denn? Na, wenn wir hier eine Weile stehen bleiben, ob die rumlaufen. Das will ich wissen. Guck, jetzt kommen die schon mal auf der Seite. Jetzt will ich mal schauen, ob die die Treppe nehmen. Noch nicht schießen, bitte. Jetzt können wir den Versuch starten. Jo, er geht die Treppe hoch. Jawollo. Geh mal weg, ich stand immer links. Betet mich an, meine Jünger. Kommt auf dem Tempel. Na, jetzt nochmal gucken, wie sie hier runterfallen. Warum schreien die eigentlich hier? Mal aufhören da unten. Unfassbar. Die weiß einfach nicht, wie viel Blut, Schweiß und Tränen du da reingesteckt hast, Jasmin. Vor allem Tränen. Und Schweiß. Hast du da auch reingesteckt, das rieche ich. Das warst du heute, der gestunken hat, nicht ich. So, wollen wir denn einmal? Ich war fleißig. Ja. Ich glaube, ich habe soweit alles hier drin. Den brauche ich erstmal nicht. Ich nehme mich erstmal Platz. Oh oh. Warte mal kurz. Die hat sogar die Kiste abgeschlossen. Das ist unfassbar. Außen geht die Sirene. Deswegen mache ich kurz Fenster zu.
Ist meine Kiste auch abgeschlossen? Nö, jetzt ist es auch so. So. Wenn du die abschließt, schließe ich meine auch zu. Ich habe eben mal das Fenster zugemacht. Mhm. Wegen. Ja, wegen der Sirene. Buschbärt hier. Lasst es. Ja, es tut mir ja leid. So, warte, essen und trinken. Dann gehen wir in der nächsten Tour, gehen wir los. Jasmin, ihr mysteriöses großes Haus looten. Seid gerne wieder mit dabei. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Und zwar morgen sehen wir uns wieder. Ciao.